So, wir können jetzt auf jeden Fall die fertigen Daten speichern, wenn wir wollen. Wenn wir das machen, können wir einen neuen Dungeon betreten. Das ist sozusagen ein Bonus-Dungeon, den es gibt, den ich euch auch einmal kurz zeigen möchte. Du kannst auch das Spiel von Anfang an dem Punkt starten, wo du zuletzt warst, wenn du Dreieck drückst, um. Ah, nee. Um etwas aus deinen Dateien zu übertragen. Ach so. Okay. Ein DJ Rage ist in the house. Ich glaube, ich lege dafür eine neue Datei an. So. Gut. Dann gehen wir nochmal zurück. Jo. Wir haben es gespeichert. Und werden uns jetzt mal diesen Bonus-Dungeon einmal kurz ansehen. Ja, man könnte jetzt auch New Game Plus machen, wenn man will. Das ist halt wie bei den neuen Tales-Aufspielen auch sehr typisch. Dass man halt mit entsprechenden Sachen. Ich kann es auch einmal kurz zeigen, wie das Ganze hier aussieht. To start a new game plus 2. Damit könnte man das Spiel halt deutlich flotter und so durchspielen. Wer Bock drauf hat, ist bestimmt ganz witzig, aber habe ich noch nie groß in den Tales-Aufspiel gemacht, wenn ich ehrlich bin. Na komm, wir sehen uns den Bonus-Dungeon an. New Game Plus ist unwichtig. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall in der Diecraft eigentlich starten. Jo. Wer bist du? Cyclork. Es ist meine Pflicht, dich in ein tieferes Level zu bringen. Komm zu dem Ort, wo die Schicksale sich zum zweiten Mal trafen. Lass ein weiteres versprochenes Schicksal zuschlagen. Okay. Ich weiß auch genau schon mal, wo dieser Ort ist. Das habe ich tatsächlich auch schon gelesen. Deswegen begeben wir uns jetzt mal dorthin, um mal zu sehen, wie dieser Bonus-Dungeon aussieht. Ich werde ihn aber jetzt nicht durchspielen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass ich dafür auch noch unmäßig leveln müsste und so. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall nicht machen. So. Zuallererst muss ich jetzt zur Oberfläche. Autopilot. Abflug. Und ab geht's. Leveln braucht niemand. Der ist auch gut, Rabe. So. Steig auf. Gut, jetzt muss ich nur gerade noch mal gucken, wie ich da jetzt am besten hinkomme. Was auf jeden Fall nach Janos so viel steht fest. Gut, fliege ich erstmal dahin. So. Das muss ich nur gerade noch mal überlegen, weil das weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf. Wo noch mal der Eingang zu diesem Tempel war, wo Ruti sozusagen das erste Mal festgehalten wurde. Da muss ich jetzt nämlich hinfinden. Weil dort ist nämlich der Eingang zu diesem geheimen Dungeon. So, deswegen gehe ich jetzt erstmal nach Janos. Ich glaube, ich muss nämlich hier diesen Weg reingehen. Ne, da geht es ja in die Oberwelt. Ich folge erstmal diesem Weg. Ja, die Gegner hier sind auf jeden Fall ein Klacks. Zack. Innerhalb von Sekunden geplättet. Ich denke mal, wenn ich den Weg jetzt entsprechend folge, komme ich dahin. Wenn ich falsch liege, kann ich ja immer noch umkehren.
Ja, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Haben mich meine Erinnerungen Gott sei Dank doch noch nicht getrügt. So. Jetzt muss ich allerdings nur noch den Weg dahin finden. Es war halt auch eine vage Beschreibung, die der Typ uns gegeben hat, ne? Aber dazu muss ich, meine ich, auf jeden Fall zum Ende dieses Dungeons. Also dort, wo Ruti halt gefangen halten wurde. Aber diesen Weg da nochmal hinzufinden. Also ich bin auf jeden Fall neugierig auf diesen Bonus-Dungeon noch. Vor allem bin ich gespannt, wie krass die Gegner dort werden. Kann ich hier eigentlich... Ja, doch, das geht auch. Wenn ich es hinkriege. Reicht das schon, hier durch diese Tür zu gehen? Ja, hier wartet er schon. Gut. Es ist meine Pflicht, dich zu den tiefsten Ebenen zu bringen. Wie kann ich dir zu Diensten sein? Okay, wir können zu den Arcana-Ruinen, so als wohl dieser Dungeon reisen. Wir können einkaufen, Items austauschen. Über die Arcana-Ruinen. Was ist dein besonderer Wunsch? Was sind die Arcana-Ruinen? Die Arcana-Ruinen beinhalten 10 Ebenen, die nur ausgewählte Mitglieder betreten dürfen. Die Präsenz der Schwachen werden von den Arcana-Ruinen abgewehrt. Hier wird die Gerechtigkeit stark. Vergiss niemals, dass nur die Starken in den Arcana-Ruinen überleben können. Gut, was ist mein brennender Wunsch? Über Partyorganisation. Du kannst eine Party mit 5 Leuten organisieren und jedes Stockwerk in den Arcana-Ruinen erkunden. Jedoch kann jeder Charakter nur eine bestimmte Anzahl an Malen teilnehmen, was? Wenn deine Party 2 oder mehr Mitglieder hat, kannst du einen als Unterstützung mithaben. Wenn du eine Party mit 5 Mitgliedern hast, musst du ein Mitglied als Unterstützung auswählen. Bitte bemerke, dass du deine Charaktere nicht zwischen einer Kampfparty und einer handelnden Party als Unterstützung austauschen kannst, oh Gott. Es gibt 10 Ebenen in den Arcana-Ruinen. Du musst deine Party weise wählen, um die Tiefen zu erreichen. Okay. Ja, über Kampf. Es gibt 2 besondere Einschränkungen, während du in den Arcana-Ruinen kämpfst. Okay. Zuallererst, wenn du einen Kampf beendest mit einem unkapazitierten Partymitglied, dann wird dieser Partymitglied dazu gezwungen, die Party zu verlassen. Als zweites, wenn deine Party ausgelöscht ist, wirst du dazu gezwungen sein, von vorne zu beginnen. Ach ja, typisch, ne? Wegen Erfahrungspunkten. Durch die Arcana-Ruinen zu gehen, wird dich mit besonderen Punkten namens EX-Punkten belohnt. EX-Punkte können durch verschiedene Wege, in denen du die Arcana-Ruinen erkundest, bekommen werden. Jedoch, sollte deine Party eliminiert werden, werden alle EX-Punkte verloren sein. Wenn dein Ziel ist, EX-Punkte zu sammeln, solltest du nicht zu tief reisen. Du kannst auch EX-Punkte austauschen, indem du mit Cyglock sprichst und Austausch-Items auswählst. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in diese Arcana-Ruinen. Dann reise zu den Arcana-Ruinen. Bist du sicher?
Wir können sogar eine Geschenketasche bezahlen. Oh. Ist aber sehr teuer für meinen Geschmack und ich habe nur 15.000 Geld. Ich kann gar nichts davon bezahlen. Okay, ohne zu kaufen. Du bist mir zu teuer. Viel Spaß. Okay, dann schauen wir uns einmal hier um. Bitte wähle eine Party, die du in den Stockwerk mitnehmen wirst. Du kannst zwischen 1 und 5 Mitgliedern auswählen. Achso, okay. Stan kommt auf jeden Fall mit. Johnny, Lilis und Ruti. Und wir nehmen als fünftes mit, Mary. So. Mit dieser Party fortsetzen? Jo. Ach ja, und, scheiße. Unterstützung, ist auf jeden Fall Mary. Ja. Diese Party wurde erwählt. Okay. Ja, sehr schön. So wollte ich es haben. Ja, dann schauen wir uns mal hier um. So. Jetzt kann ich auch auf den Chat endlich mal wieder eingehen. Also The Messenger werde ich hiernach jetzt noch nicht machen. Weil ich wollte ja noch... es gibt ja noch die Möglichkeit in diesem Spiel. Das Spiel aus der Sicht von... Von dem guten... Leon zu sehen, was ich auf jeden Fall auch noch machen wollte, und sozusagen Leons Sicht der Ereignisse sich anzusehen, ist zwar nicht unbedingt wichtig, aber ist bestimmt auch interessant, um halt auch ein bisschen mehr über Leon zu erfahren. Aber erstmal bin ich mal gespannt, wie lange ich hier überhaupt überleben werde in diesen Arcana Ruin. Imposter gibt's hier sogar. Wir sind hier schon bei Among Us gelandet. Ich bin versteinert. Ja gut, gegen Versteinerung habe ich auch nichts. Ich will mal behaupten, hier werde ich nicht lange überleben. Ich habe gar keine Items. Oha. Gut, das wird ein kurzes Vergnügen. Und deswegen sage ich ja, hierfür muss ich wahrscheinlich sehr viel leveln. Ich komme nicht mal in die erste Ebene. Geil. Das war ein kurzes Vergnügen. Jo, das war's schon. Es war ein sehr kurzes Vergnügen. Flop. Schwächlinge müssen ausgelöscht werden. Oh Mann. Okay, einen Versuch mache ich noch. So. Ab geht's. So, ich nehme nochmal dieselbe Party. So, Mary kümmert sich nochmal um die Unterstützung. Und dann will ich mal gucken, ob ich zumindest ein bisschen länger überlebe. Oh. Der Weg vor dir ist fort. Du solltest einen anderen Weg suchen. Hinweis, Fahrtwege verschwinden. Ah ne, die Fahrtwege, die verschwinden, sind einer bestimmten Farbe zugeordnet. Entscheidend, welche verschwindet, ist eine Abkürzung zum Erfolg. Okay. Das heißt, hier kann ich jetzt auf jeden Fall weiter. Ist auf jeden Fall auch eine interessante Art und Weise. Okay, ich würde sagen, ich nehme einfach mal die Flucht, damit wir zumindest ein bisschen hier noch was sehen können, weil die Kämpfe zu überleben ist halt echt übel. Okay, da ist rot, das heißt, dann kann ich jetzt über blau. Ist aber interessant Design, muss ich sagen. Okay, so viele Wölfe. Wobei, die haben nicht so viele HP, die kriege ich platt, wenn die nicht so brutal werden. Jo, die kriegen wir locker hin. Na komm. Oh, nur noch das eine Vieh.
Wäre doch gelacht, wenn wir den hier auch noch wegkriegen. Sehr schön. Den ersten Kampf hier überlebt. Gibt aber massig viele Erfahrungspunkte dafür. Naja, ich bin ja gespannt, ob ich sozusagen eine Ebene weiterkomme. Das wäre schon mein Erfolg. Ich glaube, es würde mir auch schon reichen, theoretisch. Scheiße. Danke, Lilith. Das ist aber auch schon ein bisschen lästig mit diesen Wölfen. Mensch. Hört auf zu beißen. Sucht euch anderes Essen, aber nicht mich. Na komm. Die schaffen wir, yes. Her mit eurem Geld und allem, was ihr habt. Die Wölfe jagen halt Eichhörnchen wegen ihren Zähnen. Ah, ja. Ist aber nicht sehr nett. Ich glaube, so lecker sind Eichhörnchen dann auch nicht. So. Ich müsste jetzt eigentlich zu diesem grünen Teleporter hier kommen. Was kriege ich als Belohnung? Okay, Durian-Gummi. Schatztruhen haben besondere Effekte in den arkanen Ruinen. Einige werden deine Stärke wiederherstellen und dir Essensvorräte geben, während andere... deine Stärke einfach hängen lassen und dich hungrig dalassen. Alle Truhen, die dieselbe Farbe auf ein Stockwerk tragen, haben denselben Effekt. Öffne eine, um zu sehen, was drin ist. Okay, wir bekommen EX-Punkte für diese Farbe. Hier ist eine grüne. Okay, wir kriegen ein Stundenglas oder eine Sanduhr. Das müsste jetzt eigentlich ja schon der zweite Stock sein, ne? Beziehungsweise zweite Unterebene. Och nö. Ich hätte schon wieder gebissen. Okay, hier ist gelb. Da kann ich auch noch drüber. Na, hier können wir auch lang. Nein, hier kann ich nicht mehr durch. Toll. Oh, umzingelt. Sobald die Drachen da sind, haue ich ab. Weil die machen mir doch ein bisschen, beziehungsweise die Schwerter sogar. Die machen mir dann doch ein bisschen Angst. Nee, die Drachen sind zu übel. Ich hau ab. Oder? Ja. Die haben doch zu viele HP. Den Spaß gönne ich mir dann doch nicht. Gut, gehen wir mal so rum. Na, hier darf ich rüber. Sehr schön. Ist aber halt auch interessant gemacht, ne? Einfach mal in die tiefsten Tiefen dieser Welt jetzt gehen zu können. So als kleinen Bonus dafür, dass man das Spiel geschafft hat. Ist wahrscheinlich auch eine gelungene Herausforderung, wenn man wirklich die Herausforderung noch sucht. Und wirklich noch einen optionalen Boss, den es hier wahrscheinlich auch geben dürfte. So viel weiß ich tatsächlich nicht. bekämpfen darf. Ist manchmal auch ganz cool.
Aber jetzt nichts, was man, ja, unbedingt groß machen muss, ne? Ich meine, wie gesagt, ich wollte jetzt einmal kurz angehen, um zu zeigen, wie das Ganze hier aussieht. Aber durchspielen wollte ich diesen Dungeon jetzt nicht. Das werde ich auch wahrscheinlich nicht schaffen. Früher oder später würde ich hier sowieso drauf gehen, von daher, ne? Okay, es wird auf jeden Fall schon sehr dunkel hier. Ich sehe bald gefühlt nichts mehr. Kann mal jemand da das Licht anmachen? Ah, nur eine Truhe. Sonnenfisch. Okay, hier haben wir einen optionalen Boss, Gegner. Ich glaube, es ist einfach nur eine Gegnergruppe. Das weiß ich leider nicht, Sapsi, wie hoch das Level hier ist. Ich würde fast behaupten, es geht nur bis 99. Weil es ist noch halt eines der sehr frühen Shades auf Spiele. Und ich weiß auch gerade nicht, ab welchem es genau anfing, dass man so hoch leveln kann. Wenn ich ehrlich sein soll, es würde mich wundern, wenn es in diesem Teil schon bis 200 ging. Aber festlegen kann ich mich nicht. Wir können gerne gleich mal nachsehen, was hier das Maximum an Level wäre. Gut, das haben wir soweit. Sind noch die beiden. Na gut, die packen wir noch. Hoffe ich. Wenn die Heilung nicht zu spät kommt, aber das kam noch richtig. Ist der Drache jetzt als Verstärkung gekommen oder war der vorhin auch schon da? Egal, jetzt sind es noch die beiden Drachen. Oh. Gut, das Schwert da drüben ist auch noch da. So, nur noch das Schwert. Gut, das haben wir geschafft. Die Wächter des Stockwerks zu in den Arcana-Ruinen zu besiegen, wird dir erlauben, ins nächste Level zu, in die nächste Ebene zu gehen. Der Transporter hat zwei Funktionen. Der erste erlaubt dir, die Arcana-Ruinen zu verlassen. Die zweite Funktion lässt sich das Spiel speichern. Jedoch benötigst du EX-Punkte dafür. Wenn du diese gespeicherte Datei lädst, wirst du gezwungen sein, von dem Stockwerk weiterzumachen. Das ist natürlich an jedem Punkt, an dem du in den Arcana-Ruinen speicherst, der Fall. Jetzt, wo du das weißt, solltest du es in den Arcana-Ruinen leichter nehmen. Ja, ich würde mal sagen, ich schaue mir das mal an. Also fortsetzen in den nächsten Stock. Wir können speichern mit 50 EX-Punkten. Ich habe nur 2. Also habe ich da nicht viel von. Ich würde aber auch sagen, um diesen Bonus-Dungeon zu demonstrieren und zu zeigen, reicht das auch. Deswegen werde ich jetzt die Arcana-Ruine einfach verlassen. So, ja, wir sind sicher. Gut. War auf jeden Fall interessant anzusehen. Man kann es halt jederzeit weitermachen. Man könnte theoretisch hier auch noch gut leveln, denke ich mal, wenn man da halt voran will. Ja, gut. Das war es soweit auf jeden Fall von Hauptspiel. Habe ich euch auf jeden Fall diesen Bonus-Dungeon auch noch einmal etwas näher gebracht. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall an die Leute, die das Spiel wirklich so jetzt von der Hauptstory und von Hauptspiel verfolgt haben an dieser Stelle. Erstmal für YouTube, danke an dieser Stelle fürs Zuschauen, danke fürs Verfolgen und danke für die Leute, die 130 Parts ungefähr sich wirklich angesehen haben. Und ja, wenn ihr noch bei Leons Sicht der Geschehnisse dabei sein solltet, würde es mich freuen. Ansonsten, wenn ihr mit dem Spiel, mit diesem Ende hier jetzt abschließen wollt und das halt nicht weiterverfolgt, sage ich an dieser Stelle, man hört sich dann vielleicht bei den nächsten oder anderen Projekten wieder. Deswegen an dieser Stelle sage ich hier auf Wiedersehen. DJ KR strikes back.